Hallo liebe Wagen, heute schauen wir uns euer Tarot an für Dezember 2022. Was gibt es denn da Tolles für die Waage? Wir bekommen die Sonne, das ist wunderbar. Das Ass der Kelche noch besser. Oh mein Gott, die Liebenden, wow. Also das ist wirklich der Hammer, weil hier haben wir drei extrem positive Karten, eigentlich fast die besten vom ganzen Tarot-Deck. Dann haben wir die drei der Münzen, auch sehr, sehr gut. Also den Wagen geht es im Dezember wirklich, wirklich gut. Das sehe ich jetzt schon. Die 10 der Münzen, also ihr seid die Glückskinder im Dezember, liebe Wagen. Das ist jetzt mittlerweile offensichtlich. Was bekommen wir noch? Ach, der Kelche. Königin der Münzen. Dann haben wir die 5 der Stäbe, 4 der Münzen und auf dem Boden des Decks 9 der Kelche. Okay, liebe Wagen, ihr habt euch von etwas wegbewegt, vielleicht sogar schon im November. Und dass ihr dieser Sache den Rücken gekehrt habt, war das Beste, was ihr habt tun können, weil dadurch habt ihr euch bewegt in eine viel, viel positivere Sphäre. In der alten Sphäre ist es möglich, dass da vielleicht Konflikte vorhanden waren, vielleicht auch ein bisschen Mobbing oder einfach Konkurrenzsituationen. Ja? Vielleicht habt ihr euch deswegen davon wegbewegt. Wenn man diese Karte aber nicht so interpretiert, dass das ein negativer Arbeitsplatz zum Beispiel war, dann könnte man auch sagen, dass hier ganz schlicht und einfach gewisse Kämpfe stattgefunden haben. Das können zum Beispiel auch ganz einfach Fußballmatches sein. Ja? Wenn du mit deinem Team gegen ein anderes Team im Fußball antrittst, dann ist es der klassische Ausdruck dafür wäre die 5 der Stäbe, ja. Hier gibt es Konkurrenzsituationen, Matches und sich miteinander messen, ja, im positivsten Sinne. Dann haben wir hier 4 der Münzen. Es war eine Zeit lang sicherlich schwierig für dich mit dem Geld. Da hast du dich, da hast du jeden Cent umdrehen müssen, den du ausgibst. Aber das hört sich im Dezember auf, denn da haben wir die 10 der Münzen, ja, und noch dazu die Königin der Münzen. Das heißt, noch mehr Geld und Fruchtbarkeit kann man eigentlich kaum haben, ja. Die Königin der Münzen, sie hat hier den Hasen auch drauf. Das heißt, das Geld vermehrt sich wie die Hasen. Man hat hier die Blüten, ja, alles wächst, alles erblüht, weil einfach hier sehr viel Geld vorhanden ist. Du bekommst vielleicht sogar von jemandem einen Kredit, ein Darlehen, vielleicht investiert jemand in dich, du findest den Investor, den du schon so lange suchst im Dezember. Also da gibt es Leute, die wirklich viel Geld haben und es auch denen geben können, die weniger haben. In dem Fall repräsentiert durch diese kleine Maus oder Ratte hier. Das heißt, wenn du derjenige bist mit viel Geld, dann kannst du anderen helfen, ja, dann kannst du andere subventionieren, und wenn du derjenige bist, der eben Geld gebraucht hat, dann wärst du sozusagen derjenige, der hier im Dezember etwas bekommt. Da geht auch ein großer emotionaler Wunsch für dich in Erfüllung. Die 9 der Kelche ist eine absolute Karte der Wunscherfüllung, was auch immer das ist. Vielleicht wünschst du dir ein Baby, ein Haus, ein Auto, einen Ehemann, was auch immer. Einer dieser Wünsche wird im Dezember definitiv erfüllt werden. Und du wirst dich erfüllt fühlen, weil wir haben hier das Ass der Kelche, das ist der emotionale Neubeginn und der Überfluss, ja, der Überfluss des Herzens. Das heißt, dein Herz wird so voll von Freude sein, dass es schon übergeht. Ja. Wir haben hier eine Karte mit absoluter Freude, 2 sogar, ja, mit absoluter Freude, hier ebenfalls auf der Sonne. Ja. Sonne bedeutet, du bist wieder wie ein Kind, glücklich in deinem Element. Du gehst auf in deinem Job, du tust etwas, was du von Herzen gerne tust. Du hast das Gefühl, ich muss nie wieder arbeiten, weil ich tue jetzt etwas, was ich will. Ja. Und hier mit den Liebenden, die Karte hat 2 Bedeutungen. Die ursprüngliche Bedeutung ist Entscheidung. Das heißt, du stehst vielleicht auch im Dezember an einem Scheideweg, wo du dich entscheiden musst, mache ich das eine oder mache ich das andere. Aber es kann auch davon reden, dass hier eine Fusion stattfindet. Und diese Fusion, die kann in verschiedenen Ebenen sein. Es kann eine Fusion sein mit einem Geschäftspartner. Es kann eine Fusion sein mit einem Ehepartner. Es kann sein, dass du jemanden triffst, wenn du jetzt lange Single warst, dass du jemanden triffst, der erscheint dir wie der perfekte Partner. Also hier findet eine Fusion oder eine Entscheidung statt. Und die ist zu euren beiden Besten, ja. Also die Sonne ist oben, ja. Und die Sonne haben wir hier noch einmal. Das heißt, hier gibt es eine emotionale Riesenfreude, ja. Gerade wenn sowas die ersten 3 Karten sind, weiß ich, dass der Dezember schon fantastisch ist. Falls du den Job gewechselt hast, im neuen Team hast du ein super Team. Also das ist die Karte der Teamarbeit, die 3 der Münzen. Und hier bringt jeder seine Talente ein, damit man gemeinsam etwas Wunderschönes erschafft. Wenn man in so einer Situation ein paar
Konkurrenzsituationen hat, dann nur, sind das nur solche Konkurrenzsituationen, wo man einander gegenseitig anspornt. Ja? Also wo man sagt, ja, wir haben ein Teamziel zu erreichen und wir spornen uns gegenseitig an und helfen einander, das zu tun. Ja? Also ich sehe Wunscherfüllung, glücklich sein, die Liebe ist da, emotionale Freude, ein Neubeginn ist da, ja, für einige von euch. Viel, viel Geld, ja? Geldvermehrung ohne Ende und glücklich sein und in der richtig in der Fülle sitzen, ja, ihr habt das Gefühl, ich sitze in der Fülle, ich habe alles, was ich brauche, ja, ich habe das Geld, ich habe die guten Kollegen, ich habe die Liebe, also hier ist wirklich alles vorhanden, was das Herz begehrt, noch besser kann es kaum kommen. Und jetzt schauen wir uns an, was du für ein Tier hast, liebe Waage. Welches Tier haben wir hier? Welches Tier für die Waage? Was ich auch noch sagen wollte, wenn jemand so viel Erfolg hat, dann kommen immer auch die Neider. Also bitte versuch vielleicht, diesen Riesenerfolg nicht an die große Glocke zu hängen, damit einfach nicht die Neider da ganz verrückt werden, ja, weil das irgendjemand gönnt dir das dann vielleicht möglicherweise nicht. Ja. Wir haben den Eisbär. Kraft und Heilung im Alleinsein, Wandel, Weisheit. Aktives und mutiges Handeln und ich gehe meinen Weg. Das heißt, du darfst voller Stolz deinen Weg gehen, ganz egal, was andere Leute sagen. Wenn andere Leute irgendwie unzufrieden mit dem sind, was du tust, dann sagst du, ja, das ist in Ordnung, aber das ist meine Entscheidung. Eure Meinung in allen Ehren, aber das interessiert mich nicht. Ja? Ich gehe in dieses neue Leben, in diesen neuen Job, in diese neue Beziehung, ganz einfach, weil mich das glücklich macht. Ja? Und du hast hier auch die Heilung und die Kraft, ja. Das heißt, für diejenigen von euch, die das Gefühl haben, ich muss aber von dieser Situation, die ich da zurückgelassen habe, noch heilen, ja, wäre auch hier eine Karte dabei, die wunderbar da in die Hände spielt, ja, Richtung Heilung. Was gibt's für eine positive Affirmation für die Waage im Dezember? I promise to love myself. Oh, wie schön. Ja, Selbstliebe ist die Nummer eins. Ja, also ihr müsst euch selber lieben und das, da bin ich mir sicher, dass ihr das tut. Ja, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass ihr euch selber liebt. Ja, und ich finde auch, hier ist impliziert, wenn ich mich selber liebe, dann bin ich für mich selber schon, ich bin mir genug. Ja, ich brauche niemanden. Und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, ich bin mir genug, ich brauche niemanden, dann kommen meistens Menschen ins eigene Leben, die sagen, hey, ich würde aber gern diesen Weg des Lebens mit dir teilen. Ja? Was eben sehr nach der Lovers-Karte aussieht. Ja? Also die Liebe ist überall vorhanden, sowohl in dir selbst für dich, als auch für jemand anderen hier. Ja? Ich finde das sehr interessant. Ja? Vielleicht liebst du auch deinen Job. Vielleicht ist es auch der Job, den du sehr, sehr liebst, ja. Weil viele Karten hier deuten darauf hin, dass du etwas tust, was du von Herzen gerne tust, ja. Selbst wenn das jetzt noch nicht zum Geldverdienen ist, ja. Selbst wenn das jetzt nur dein Nebendings ist, ja. Oder dein Hobby. Aber da ist etwas in deinem Leben, das dich unglaublich erfüllt und glücklich macht, ja. Gut, liebe Waage, ich danke dir fürs Dabeisein. Danke für dein Like unter diesem Video. Danke für dein Abo auf dem Kanal und fürs Zuhören natürlich auch. Und wir hören uns. Tschüss.